Teil 1. Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text 2-mal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hi Jens, hier ist Caroline. Ich habe eben deine Nachricht gehört. Nett von dir, dass du mich nach meinem ersten Tag an der Uni fragst. Nur ganz kurz. Es war ganz schön aufregend. Um 12 hatte ich meine erste Vorlesung. Ich wusste ja nicht, was mich da erwarten würde. Zuerst hat uns der Professor begrüßt. Und dann hat er uns den Semesterplan erklärt. Er sagte auch, dass wir bei Problemen oder Fragen jederzeit zu ihm oder zu anderen Profs gehen könnten. Es gibt außerdem eine wöchentliche Studienberatung für Erstsemester. Was noch? Nachmittags war ich dann noch in einem Seminar im Fach Kulturwissenschaften. Da habe ich sogar 2 Freunde aus der Schulzeit getroffen. Aber ich rufe später noch einmal an. Vielleicht erreiche ich dich ja. Dann erzähle ich dir mehr. Also, bis dann. Tschüss. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hi Jens, hier ist Caroline. Ich habe eben deine Nachricht gehört. Nett von dir, dass du mich nach meinem ersten Tag an der Uni fragst. Nur ganz kurz. Es war ganz schön aufregend. Um 12 hatte ich meine erste Vorlesung. Ich wusste ja nicht, was mich da erwarten würde. Zuerst hat uns der Professor begrüßt. Und dann hat er uns den Semesterplan erklärt. Er sagte auch, dass wir bei Problemen oder Fragen jederzeit zu ihm oder zu anderen Profs gehen könnten. Es gibt außerdem eine wöchentliche Studienberatung für Erstsemester. Was noch? Nachmittags war ich dann noch in einem Seminar im Fach Kulturwissenschaften. Da habe ich sogar 2 Freunde aus der Schulzeit getroffen. Aber ich rufe später noch einmal an. Vielleicht erreiche ich dich ja. Dann erzähle ich dir mehr. Also, bis dann. Tschüss. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören die Nachrichten im Radio. Die Feuerwehr Rutzenmoos musste gestern Mittag zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus ausrücken. Das Feuer war um 13 Uhr in einem Zimmer des Hauses ausgebrochen. Der Brand wurde von der 65-jährigen Hausbesitzerin entdeckt. Sie alarmierte ihren im selben Haus lebenden 39-jährigen Sohn mit seinen 3 kleinen Kindern. Alle konnten das Haus unverletzt verlassen. Brandauslöser war ein defekter Fernseher. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Die Feuerwehr Rutzenmoos musste gestern Mittag zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus ausrücken. Das Feuer war um 13 Uhr in einem Zimmer des Hauses ausgebrochen. Der Brand wurde von der 65-jährigen Hausbesitzerin entdeckt. Sie alarmierte ihren im selben Haus lebenden 39-jährigen Sohn mit seinen 3 kleinen Kindern. Alle konnten das Haus unverletzt verlassen. Brandauslöser war ein defekter Fernseher. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören den Wetterbericht im Radio. Und nun die Wetteraussichten für Berlin von Freitag bis Sonntag. Am Freitag setzt sich das windige Wetter mit Regenschauern fort. Vor allem am Vormittag ziehen dichte Wolken über die Stadt. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 2 und 8 Grad Celsius. Am Samstagmorgen ist es trüb und bedeckt. Um die Mittagszeit ist mit leichtem Schneefall zu rechnen. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 0 und 4 Grad. Am Sonntag lockert es sich im Laufe des Tages auf. Zeitweise zeigt sich die Sonne. Es wird ein leichter Temperaturanstieg erwartet. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und nun die Wetteraussichten für Berlin von Freitag bis Sonntag. Am Freitag setzt sich das windige Wetter mit Regenschauern fort. Vor allem am Vormittag ziehen dichte Wolken über die Stadt. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 2 und 8 Grad Celsius. Am Samstagmorgen ist es trüb und bedeckt.
Um die Mittagszeit ist mit leichtem Schneefall zu rechnen. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 0 und 4 Grad. Am Sonntag lockert es sich im Laufe des Tages auf. Zeitweise zeigt sich die Sonne. Es wird ein leichter Temperaturanstieg erwartet. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf der Mobilbox. Hallo, mein lieber Janosch. Ich bin's, Miriam. Wir sind doch heute Abend bei Neumeyers zur Geburtstagsparty eingeladen. Leider habe ich ganz vergessen, mein Kleid aus der Reinigung abzuholen. Kannst du das bitte für mich erledigen? Ich muss doch nach der Arbeit noch das Geschenk besorgen. Weißt du, es ist das kleine Schwarze mit der goldenen Stickerei. Es ist in der Reinigung sauberer, in der Ulanstraße, da, wo wir auch immer deine Hemden hinbringen. Wenn du Fragen hast, ruf mich zurück. Tschüss, mein Schatz. Bis später. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo, mein lieber Janosch. Ich bin's, Miriam. Wir sind doch heute Abend bei Neumeyers zur Geburtstagsparty eingeladen. Leider habe ich ganz vergessen, mein Kleid aus der Reinigung abzuholen. Kannst du das bitte für mich erledigen? Ich muss doch nach der Arbeit noch das Geschenk besorgen. Weißt du, es ist das kleine Schwarze mit der goldenen Stickerei. Es ist in der Reinigung sauberer, in der Ulanstraße, da, wo wir auch immer deine Hemden hinbringen. Wenn du Fragen hast, ruf mich zurück. Tschüss, mein Schatz. Bis später. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören Veranstaltungstipps im Radio. Nun noch eine besondere Information in unserem Veranstaltungskalender. Bis zum 29. April läuft im Technoseum Landesmuseum für Technik und Arbeit eine Sonderausstellung. Unter dem Titel Unser täglich Brot geht es um die 200-jährige Geschichte der Lebensmittelherstellung. Das Museum befindet sich in der Museumstraße 1, 68165 Mannheim. Es ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Mit dem Auto erreichen Sie das Museum über die BAB 656, Ausfahrt Mannheim Mitte. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren Sie ab Hauptbahnhof mit der Straßenbahnlinie 1 und steigen an der Haltestelle Technoseum Süd aus. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Nun noch eine besondere Information in unserem Veranstaltungskalender. Bis zum 29. April läuft im Technoseum Landesmuseum für Technik und Arbeit eine Sonderausstellung. Unter dem Titel Unser täglich Brot geht es um die 200-jährige Geschichte der Lebensmittelherstellung. Das Museum befindet sich in der Museumstraße 1, 68165 Mannheim. Es ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Mit dem Auto erreichen Sie das Museum über die BAB 656, Ausfahrt Mannheim Mitte. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren Sie ab Hauptbahnhof mit der Straßenbahnlinie 1 und steigen an der Haltestelle Technoseum Süd aus. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage am Hauptbahnhof. Achtung, Achtung! Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass der ICE aus Paris über Saarbrücken mit einer Verspätung von 30 Minuten erwartet wird. Der Zug fährt auf Gleis 5 ein und hat 45 Minuten Aufenthalt. Der D-Zug aus München Richtung Berlin hat Einfahrt auf Gleis 3. Ankunft fahrplanmäßig um 17.20 Uhr. Ich wiederhole. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Achtung, Achtung! Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass der ICE aus Paris über Saarbrücken mit einer Verspätung von 30 Minuten erwartet wird. Der Zug fährt auf Gleis 5 ein und hat 45 Minuten Aufenthalt.
Der D-Zug aus München Richtung Berlin hat Einfahrt auf Gleis 3. Ankunft fahrplanmäßig um 17.20 Uhr. Ich wiederhole. Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie nehmen an einer Stadtrundfahrt in Potsdam teil. Meine Damen und Herren, auf unserer winterlichen Potsdam-Sanssouci-Tour durch die brandenburgische Hauptstadt kommen wir nun bald zum Höhepunkt unserer Fahrt, dem Sommersitz von Friedrich dem Großen, Schloss Sanssouci. Das Wort Sanssouci kommt aus dem Französischen und bedeutet ohne Sorge. Außer in Kriegszeiten wohnte der König hier von Ende April bis Anfang Oktober. Hierher zog er sich mit seinen Hunden am liebsten zurück und komponierte, musizierte und philosophierte. Es ist ja bekannt, dass Friedrich der Große, auch der alte Fritz genannt, sich mehr für Musik und Dichtkunst interessierte als für Kriege. So ist es nicht verwunderlich, dass er in Berlin die Akademie der Wissenschaften gründete und die Pressefreiheit und die Schulpflicht einführte. Nach französischem Vorbild wurde dieses Lusthaus auf dem Weinberg eingeschossig und mit einer eher kleinen Zahl von Räumen, nämlich 12, errichtet. Schließlich bewohnte Friedrich nur 5 Räume selbst, die übrigen 7 Räume waren für ausgewählte Gäste bestimmt. Friedrich wollte kein repräsentatives Gebäude, sondern ein intimes Wohnschloss im Stil des Rokoko. Vom Innenraum wollte er direkt auf eine breite Terrasse und von dort in den Garten gelangen. Wir haben noch ein paar Minuten Fahrzeit, so erlauben Sie mir, noch einiges über den Park zu erzählen, in dem das Schloss liegt. Mit circa 70 Kilometer Wegen ist er die größte Parkanlage in Brandenburg und zieht jährlich über 1 Million Besucher an. Friedrich der Große wollte Pflaumen, Feigen und Wein züchten und ließ dazu im Jahre 1744 den Terrassengarten im Park anlegen. Doch wegen der außerordentlich schönen Aussicht bekam der König schon ein Jahr später Lust, oberhalb der Terrassen ein Schloss zu bauen, das dann in den Jahren 1745 bis 1747 von dem Architekten Knobelsdorf geplant und errichtet wurde. Mehrere Monarchen haben nach Friedrich dem Großen im Schloss gewohnt und natürlich hat jeder seine Spuren hinterlassen. Die letzte königliche Bewohnerin von Schloss Sanssouci war die Witwe von Friedrich Wilhelm IV., die noch 13 Jahre im Schloss lebte, nämlich bis 1873. Danach wurde das Schloss zu einem Museum und ist seit April 1927 öffentlich zugänglich. Seit 1990 steht das Schloss als Weltkulturerbe unter dem Schutz der UNESCO. Keine Frage, dass die Schlösser im Parc Sanssouci heute auch als wunderbare Kulisse für Veranstaltungen und Musikfestspiele genutzt werden. Im Zweiten Weltkrieg verschwanden viele Kunstgegenstände der Schlösser von Potsdam. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands kehrten zumindest die Büchersammlung Friedrichs des Großen
sowie 36 Ölgemälde ins Schloss zurück. So, wir steigen nun aus, gehen dann durch einen der Haupteingänge, das grüne Gitter, besichtigen die Innenräume von Schloss Sanssouci und machen anschließend einen Spaziergang im Park. Vergessen Sie auch Ihre Fotoapparate und Kameras nicht. Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie sitzen im Bus und hören, wie sich eine Frau und ein Mann über Haustiere unterhalten. Schön, dass wir den Bus noch gekriegt haben. Kommen Sie, Frau Böhm. Hier sind noch 2 Plätze. Das ist vielleicht ein Wetter. Ich bin ganz nass. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es regnen würde und meinen Schirm zu Hause gelassen. Naja, jetzt sitzen wir ja im Bus. Waren Sie im Tiergeschäft? Die sind dort sehr nett. Ich kaufe da immer Futter für meine Fische. Wollen Sie ein Haustier kaufen? Nein, ich weiß nicht. Timmy hätte ja so gern einen Hund. Ja, ich weiß. Das hat er mir erzählt. Erzählt? Timmy kommt nach der Schule manchmal bei mir vorbei. Er guckt sich gerne meine Fische an. Na, und dann erzählt er schon mal ein bisschen. Ja, richtig. Von den Fischen hat er mir erzählt. Ich wollte auch bei Ihnen vorbeikommen und mich bedanken, dass Sie so nett zu Timmy sind. Aber ich habe einfach keine Zeit. Das ist nicht nötig, dass Sie mir danken. Timmy ist ein netter Junge. Seit ich Rentner bin, habe ich zu viel Zeit. Und da ist es sehr schön, wenn Timmy mich besuchen kommt. Und was machen Sie jetzt mit dem Hund? Wenn es schon ein Haustier sein muss, dann lieber eine Katze. Die macht nicht so viel Arbeit. Und ich habe auch gelesen, dass Familien mit Kindern häufiger eine Katze haben als einen Hund. Dann sind Katzen vielleicht auch besser für Kinder. Die Mütter wollen Katzen. Die meisten Kinder wollen lieber einen Hund. Ach, so ist das. Dann bin ich wohl wie alle Mütter. Aber einen Hund? Wir hatten noch nie einen Hund. Den muss man doch auch erziehen. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Und mein Mann hat auch keine Zeit. Er arbeitet in Hamburg und ist nur am Wochenende zu Hause. Ja, hat Timmy mir auch erzählt. Vielleicht könnte ich helfen. Ich hatte immer einen Hund, manchmal sogar 2. So ein Hund ist ein echter Freund. Aber man muss sich um sie kümmern können. Und jetzt bin ich leider zu alt dafür. Und deshalb habe ich jetzt die Fische. Es würde mir Spaß machen. Wirklich? Ja. Aber ein Hund in einer Wohnung, ist das denn gut für das Tier? Wenn Sie einen Hund nehmen, der nicht so groß wird, dann geht das. Der Hund braucht natürlich Bewegung. Aber der Park fängt ja gleich am Ende der Straße an. Da kann Timmy problemlos mit ihm spazieren gehen. Dafür ist er alt genug. Hier ist jetzt unsere Haltestelle. Kommen Sie, wir müssen aussteigen. Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion 2-mal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was?
Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. In der Radiosendung Aktuell spricht der Moderator mit dem 15-jährigen Jürgen Meyer und der Lehrerin Frau Anna Unterberger über das Thema Wer sind die Skater? Welche Rolle spielen sie heute? Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. In der heutigen Sendung von Aktuell beschäftigen wir uns mit der Skater-Szene und der Frage, wer sind Skater? Unsere Gäste im Studio sind Frau Anna Unterberger, Lehrerin an einer Hauptschule hier in Wien, und Jürgen Meyer, selbst Skater. Herzlich willkommen bei Aktuell. Jürgen, du bezeichnest dich als Skater. Was bedeutet eigentlich Skateboardfahren für dich? Also Skaten, das ist, na, Spaß, Sport, Tricks und so halt. Ja, und manchmal auch Schmerzen. Schmerzen? Aha. Kannst du das etwas genauer erklären? Wie passen Spaß und Schmerzen zusammen? Spaß halt, weil man mit Freunden zusammen ist und Leuten, die dieselben Sachen mögen. Sport ist natürlich wichtig, weil man fit sein muss und Übung braucht, um die verschiedenen Tricks, das heißt die Skatersprünge, machen zu können. Und man darf bei den Skatersprüngen keine Angst vor Schmerzen haben, wenn mal was schief geht. Du meinst, wenn ein Sprung mal nicht glückt. Unfälle sind demnach also keine Seltenheit. Nein, Verletzungen kommen schon häufig vor, aber wenn man einen Helm und Knieschützer trägt, kommt es eigentlich selten zu schweren Unfällen. Doch weh tut es halt ab und zu. Das muss man aushalten können. Skaten scheint also nicht der ideale Sport für jedermann zu sein. Wie sehen Sie das, Frau Unterberger? Nun, so ganz beruhigend hört sich das für mich nicht an. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele Eltern da Sorgen machen. Vielleicht, meine Eltern aber denken nicht so. Frau Unterberger, Sie unterrichten ja Schüler im Alter von Jürgen und einige unter Ihnen sind auch Skater. Glauben Sie, dass man heutzutage von einer Skaterbewegung oder gar einer Kultur der Skater sprechen könnte? Diese Begriffe, Bewegung oder Kultur, wären meiner Meinung nach übertrieben. Die Skater-Szene hat keine ideologische Basis. Wie Jürgen selbst gesagt hat, geht es den Jugendlichen in erster Linie um Unterhaltung. Und ich möchte hinzufügen, auch um Show. Wer die besten Tricks kann, ist der Coolste. Und natürlich in der Gruppe, der Clique, sehr beliebt. Diese Verhaltensformen sind typisch für fast alle Jugendgruppen. Ich persönlich halte das Skaten eigentlich nur für eine Modeerscheinung. Und Opfer dieser Mode sind, wie so oft der Fall, die Jugendlichen. Sie sagen, Skaten ist eine Mode. Und da haben Sie sicherlich nicht unrecht. Tatsächlich gibt es eine Mode für Skater, spezielle Outfits, kann man in Skater-Shops, aber unterdessen auch in Warenhäusern und in fast jedem Kleidungsgeschäft für junge Leute finden. Jürgen, wie wichtig sind für dich diese Skater-Klamotten? Überhaupt nicht wichtig. Ich trage, was mir gefällt. Und das ist bei vielen meiner Freunde so. Es gibt Skater, die haben enge Jeans an und andere, die lieber die weiten Skaterhosen mögen. Da macht eigentlich jeder, was er will. Ich selbst kaufe meine Klamotten auch nicht in irgendwelchen besonderen Geschäften. Na, so ganz überzeugt hast du mich nicht. Denn es schaut so aus, als hättest du ganz modische Skater-Schuhe an, oder nicht? Ja schon, aber nicht, weil sie in sind, sondern weil man besser damit fahren kann. Das mag sein, doch viele Skater bevorzugen die teuren Skater-Outfits und Marken. Und daran sind sie dann auch auf der Straße und in der Schule wahrscheinlich auch zu erkennen. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Viele meiner Schüler kaufen sich in den Modegeschäften solche Kleidungsstücke. Du, Jürgen, bist also vielleicht nur eine Ausnahme. Nein, das bin ich nicht. Es gibt Skater, die in sein wollen und andere, denen Mode völlig egal ist.
Aber beim Skaten geht es sowieso nicht um Mode, sondern um sportliches Können. Niemand wird ausgeschlossen, bloß weil er kein modisches Outfit trägt. Deswegen bin ich auch nicht derselben Meinung wie Frau Unterberger. Skaten ist keine Mode. Das war auch nicht so gemeint. Als ich von Mode sprach, dachte ich nicht nur an die Kleidung. Selbstverständlich kann man euch Skater auch an anderen Merkmalen erkennen. Einige meiner Schüler, die sich zu den Skatern zählen, hören zum Beispiel auch die gleiche Musik. Stimmt das, Jürgen? Gibt es eine Musik für Skater? Es gibt Musikarten, die die Mehrheit der Skater hört. Hip-Hop, Rap und manchmal auch Punk. Das sind so die beliebtesten. Sind das nicht doch Anzeichen einer gemeinsamen Kultur, Frau Unterberger? Ganz und gar nicht. Hip-Hop und Punk haben zwar soziologische und zum Teil ideologische Hintergründe, doch das hat nichts mit dem Skaten zu tun. Die jugendlichen Skater, wie übrigens die meisten Jugendlichen, hören gern Musik, die laut und rhythmisch ist. Aber es sind nicht die Skater, die diese Musik gemacht haben bzw. machen. Sie haben sich einfach diese Musik ausgesucht, weil sie ihrem Alter entspricht. Wir kommen nun bald ans Ende unserer Sendung. Sie, Frau Unterberger, haben Ihre Meinung ganz klar geäußert. Die Skater-Szene ist für Sie eine Modeerscheinung. Die nicht von langer Dauer sein wird. Aber das sehe natürlich ich als Erwachsene so. Und du, Jürgen, was meinst du dazu? Ich bin ein Skater und ich will es bleiben. Ob dies für die Erwachsenen nur eine Mode ist, ob wir eine Ideologie haben, ist das so wichtig? Auf jeden Fall wollen wir niemandem etwas beweisen. Und ganz bestimmt nicht der älteren Generation. Vielen Dank, Jürgen. Vielen Dank, Frau Unterberger, für das Gespräch. Das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss, bis nächste Woche. Hören Sie nun den Text noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. In der heutigen Sendung von Aktuell beschäftigen wir uns mit der Skater-Szene und der Frage, wer sind Skater? Unsere Gäste im Studio sind Frau Anna Unterberger, Lehrerin an einer Hauptschule hier in Wien, und Jürgen Meyer, selbst Skater. Herzlich willkommen bei Aktuell. Jürgen, du bezeichnest dich als Skater. Was bedeutet eigentlich Skateboardfahren für dich? Also Skaten, das ist, na, Spaß, Sport, Tricks und so halt. Ja, und manchmal auch Schmerzen. Schmerzen? Aha. Kannst du das etwas genauer erklären? Wie passen Spaß und Schmerzen zusammen? Spaß halt, weil man mit Freunden zusammen ist und Leuten, die dieselben Sachen mögen. Sport ist natürlich wichtig, weil man fit sein muss und Übung braucht, um die verschiedenen Tricks, das heißt die Skatersprünge, machen zu können. Und man darf bei den Skatersprüngen keine Angst vor Schmerzen haben, wenn mal was schief geht. Du meinst, wenn ein Sprung mal nicht glückt. Unfälle sind demnach also keine Seltenheit. Nein, Verletzungen kommen schon häufig vor. Aber wenn man einen Helm und Knieschützer trägt, kommt es eigentlich selten zu schweren Unfällen. Doch weh tut es halt ab und zu. Das muss man aushalten können. Skaten scheint also nicht der ideale Sport für jedermann zu sein. Wie sehen Sie das, Frau Unterberger? Nun, so ganz beruhigend hört sich das für mich nicht an. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele Eltern da Sorgen machen. Vielleicht, meine Eltern aber denken nicht so. Frau Unterberger, Sie unterrichten ja Schüler im Alter von Jürgen und einige unter Ihnen sind auch Skater. Glauben Sie, dass man heutzutage von einer Skaterbewegung oder gar einer Kultur der Skater sprechen könnte? Diese Begriffe, Bewegung oder Kultur, wären meiner Meinung nach übertrieben. Die Skater-Szene hat keine ideologische Basis. Wie Jürgen selbst gesagt hat, geht es den Jugendlichen in erster Linie um Unterhaltung. Und ich möchte hinzufügen, auch um Show. Wer die besten Tricks kann, ist der coolste. Und natürlich in der Gruppe, der Clique, sehr beliebt. Diese Verhaltensformen sind typisch für fast alle Jugendgruppen. Ich persönlich halte das Skaten eigentlich nur für eine Modeerscheinung. Und Opfer dieser Mode sind, wie so oft der Fall, die Jugendlichen. Sie sagen, Skaten ist eine Mode. Und da haben Sie sicherlich nicht unrecht. Tatsächlich gibt es eine Mode für Skater, spezielle Outfits, kann man in Skater-Shops, aber unterdessen auch in Warenhäusern und in fast jedem Kleidungsgeschäft für junge Leute finden. Jürgen, wie wichtig sind für dich diese Skater-Klamotten? Überhaupt nicht wichtig. Ich trage, was mir gefällt. Und das ist bei vielen meiner Freunde so.
Es gibt Skater, die haben enge Jeans an und andere, die lieber die weiten Skaterhosen mögen. Da macht eigentlich jeder, was er will. Ich selbst kaufe meine Klamotten auch nicht in irgendwelchen besonderen Geschäften. Na, so ganz überzeugt hast du mich nicht. Denn es schaut so aus, als hättest du ganz modische Skaterschuhe an, oder nicht? Ja, schon. Aber nicht, weil sie in sind, sondern weil man besser damit fahren kann. Das mag sein, doch viele Skater bevorzugen die teuren Skater-Outfits und Marken. Und daran sind sie dann auch auf der Straße und in der Schule wahrscheinlich auch zu erkennen. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Viele meiner Schüler kaufen sich in den Modegeschäften solche Kleidungsstücke. Du, Jürgen, bist also vielleicht nur eine Ausnahme. Nein, das bin ich nicht. Es gibt Skater, die in sein wollen und andere, denen Mode völlig egal ist. Aber beim Skaten geht es sowieso nicht um Mode, sondern um sportliches Können. Niemand wird ausgeschlossen, bloß weil er kein modisches Outfit trägt. Deswegen bin ich auch nicht derselben Meinung wie Frau Unterberger. Skaten ist keine Mode. Das war auch nicht so gemeint. Als ich von Mode sprach, dachte ich nicht nur an die Kleidung. Selbstverständlich kann man euch Skater auch an anderen Merkmalen erkennen. Einige meiner Schüler, die sich zu den Skatern zählen, hören zum Beispiel auch die gleiche Musik. Stimmt das, Jürgen? Gibt es eine Musik für Skater? Es gibt Musikarten, die die Mehrheit der Skater hört. Hip-Hop, Rap und manchmal auch Punk. Das sind so die beliebtesten. Sind das nicht doch Anzeichen einer gemeinsamen Kultur, Frau Unterberger? Ganz und gar nicht. Hip-Hop und Punk haben zwar soziologische und zum Teil ideologische Hintergründe, doch das hat nichts mit dem Skaten zu tun. Die jugendlichen Skater, wie übrigens die meisten Jugendlichen, hören gern Musik, die laut und rhythmisch ist. Aber es sind nicht die Skater, die diese Musik gemacht haben bzw. machen. Sie haben sich einfach diese Musik ausgesucht, weil sie ihrem Alter entspricht. Wir kommen nun bald ans Ende unserer Sendung. Sie, Frau Unterberger, haben Ihre Meinung ganz klar geäußert. Die Skater-Szene ist für Sie eine Modeerscheinung. Die nicht von langer Dauer sein wird. Aber das sehe natürlich ich als Erwachsene so. Und du, Jürgen, was meinst du dazu? Ich bin ein Skater und ich will es bleiben. Ob dies für die Erwachsenen nur eine Mode ist, ob wir eine Ideologie haben, ist das so wichtig? Auf jeden Fall wollen wir niemandem etwas beweisen. Und ganz bestimmt nicht der älteren Generation. Vielen Dank, Jürgen. Vielen Dank, Frau Unterberger, für das Gespräch. Das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss, bis nächste Woche.